In jedem Existenzmoment müssten Sie eigentlich ob des dabei stattfindenden Todesangstschmerzes in Ohnmacht fallen, weil das zu überwältigend ist für das Vorstellungsvermögen. Erst wenn Sie den Notausgang nehmen und sagen, es geht gar nicht darum, um mich, ich bin es gar nicht, sondern du bist es. Es geht also nur um jeden, bei jedem dieser Fallbeilmomente, um die Fortsetzungskette, die ob dieses ultimativen, keine Entscheidung mehr offen lassenden, absolut totalitären Abschlussmomentes dazu führen soll, vor der Zeit des Schließens in nachträglicher Antizipation die Zeit des Begreifens erst einzuführen, dass erst die Kette dieser Fallbeilmomente die Dissipationsspanne aufspannt, um die es geht, indem dieser zum Tode Verurteilte leibzeitlich leibhaftige Sphärenblasenkern dann sich aufbläst und erweitert, um andere Seifenbläschen hervorzublubbern, die dann erst die Zeitkette erzeugen, aus Fallbeilmomenten, die dann wie das Hacken eines Hackebeils klingen, wenn der Agavenpfahl in die signifikanten Kette hineinschlägt und einzelne Signifikate als Zeichen heraushackt, heraussteppt und damit die ganze Steppdecke in ihren Absteppunkten als Morse-Alphabet schreibt.